Einen schönen guten Nachmittag. Die Sonne scheint, Alter. Richtig geiles Wetter draußen an. Ich habe mir jetzt den Kuchen gemacht, ja. Beziehungsweise Papa hat ihn gemacht. Von mir wird jetzt erstmal in nächster Zeit nicht mehr so viel kommen auf YouTube. Vielleicht noch ein bisschen was Musik an. Hier und da will ich ein bisschen mal was hochladen. Aber ansonsten bin ich fürs Erste erstmal bedient. Ja, ne, ich habe die letzten Tage, letzte Woche habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Was genau, ist egal. Auf jeden Fall ist mir Scheiße passiert. Ich würde jetzt mehr auf jeden Fall schreiben, lesen, putzen. Ich habe hier alle an zu tun. Und ich meine, ich habe jetzt schon das ganze halbe Jahr. Ich bin jetzt schon seit einem halben Jahr, habe ich schon gesagt, bin ich mit der Katha am Üben. Weil das heißt, die Katha am Üben eigentlich geht so. Ich mache halt ein paar Übungen halt, ne? Also zum Beispiel. Zum Beispiel halt, wie gesagt, einmal. Hüfte schon drehen. Da können auch die Beine ein bisschen mitdrehen. Ne? Das ist schon in Ordnung. Ich habe das halt, bei mir ist es auch alles ein bisschen verspannt, weil ich viel sitze und auch viel am Liegen bin. Ne? Zu Fuß bin ich halt die letzten Jahre halt weniger, aber ich bin trotzdem eigentlich noch gut unterwegs. Alle paar Tage jump ich halt hier durchs Dorf. Dann halt in die Hocke. Halten und wieder hoch. In die Hocke. Halten. Halten. Halten und wieder hoch. Liegestütz muss ich jetzt nicht noch nachmachen, vormachen. Ne? Aber Liegestütze mache ich halt ab und zu noch und dann halt. Ja, so geht die Katha eigentlich nicht. Eigentlich geht die halt normalerweise so, dann blocken, 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 drehen und dann huf. Ist sie so raus. Was die Katha für den weißen Gürtel, für den weiß-gelben Gürtel. Also fängt das halt an beim Karate an. Mit dem Karate meine ich. Ja, als ich damals im Karate war, da war ich. Lass mich nicht lügen, 10, 11 oder 12, irgendwie so aus dem Dreh an. Ich glaube, so ein halbes Jahr habe ich mitgemacht, oder ja, so ein halbes Jahr haben wir mitgemacht, mein Bruder und ich, wir haben uns da angemeldet, beziehungsweise meine Mutter.
Die hat uns dahin hingebracht und wir wollten da auch hin. Weil wir hatten auch Freunde dort im Dorf. Also dort, wo ich gewohnt habe, in Düsseldorf. Da in Kentkuhl. Da hatten wir auch gemeinsame Freunde gehabt. Beziehungsweise er hatte seinen Freundeskreis, ich hatte meinen Freundeskreis. Und ein paar Leute habe ich von ihm auch kennengelernt gehabt. Und ja, mein Freundeskreis war von der Schule halt. Und ein paar Leute habe ich dann auch so kennengelernt. Im Laufe der Jahre, ich habe auch damals als Jugendlicher habe ich viel Basketball gespielt. Und dann bin ich halt immer nach Kiko gefahren zur Grundschule und habe dann auf dem auf dem Schulfeld halt gespielt. Und ja, aber auch nicht regelmäßig. Ich habe das auch nur ab und zu gemacht. Und das war auch nur so eine Phase irgendwie. So mit 14, 15 fing ich dann an mit dem Rauchen. Am Hofer fahren und ich habe dann auch schon gearbeitet, ja. Hab Zeitungen ausgetragen. Ich habe auch nur ein halbes Jahr oder ein Jahr gemacht. Ja. Danach war ich an der Tankstelle gewesen. Da war ich auch für ein oder zwei Jahre. Nee, davor war ich aber noch im Zooland gewesen. Da war ich schon mit 13. Da habe ich schon gearbeitet und die haben mich ausnahmsweise haben die mich eingestellt gehabt. Ja. Da war ich schon mal so mit 13. Da habe ich auch für 5 Mark die Stunde halt Terrarien sauber gemacht und so und habe mich um die Tiere gekümmert. Ne? Ja, und ja, so viel dazu. Ja, ein bisschen was von mir erzählt. War auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit und viel gelernt und ich habe auch noch nebenbei, habe ich auch noch mal im Getränketempel habe ich auch gearbeitet gehabt, habe Getränke ausgeliefert, habe ich aber auch nur für eine kurze Phase gemacht. Ja. Ansonsten freue ich mich halt darauf, das Wetter genießen zu können. Ja. Das ist wirklich schön, schön warm vor allen Dingen, richtig schön warm. Ja. Und ja. Na gut. Ich melde mich irgendwann wieder. Mach schon mal irgendwie so ein spontanes Video. Ich denke mal so Richtung Herbst. Also, Richtung Herbst, irgendwie sowas. Namaste.